Servus, meine lieben World of Warships-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Mit dabei auf der Hohen See, die Frau Lady, hallöchen. Hallo. Ja, wir spielen gemeinsam die Klasse 4 Phoenix Kreuzer und wir spielen auf der Karte großes Rennen, die Verfärbungslinie war es, Herrschaft, was ich jetzt nicht so geil finde, aber gut. Ja, schon ein bisschen her, seit die letzte Folge kam, also für uns privat, für euch da draußen war es glaube ich nur ein paar Tage. Wir haben doch jetzt relativ lange Pause gehabt von World of Warships, oder? Ja, schon. So anderthalb Wochen bestimmt. Länger. Länger? Okay. Ja, wir hatten viele Folgen aufgenommen und die mussten erstmal rausgekloppt werden. Und dann in der Zwischenzeit wieder so viel kam, ja, also Interstellar Marines Updates, Verdor Release, Pipapo. Ja, war mir das erstmal wichtiger als hier World of Warships. Von daher gibt es halt das jetzt nicht mehr so oft, aber halt, ja, Minimum einmal in der Woche, sage ich mal. Versuchen wir es mal so hinzukriegen, mehr oder weniger. So, wie sieht es halt eigentlich bei dir aus? Ganz okay. Also noch kein Schiff in Reichweite. Ich bin mir zu dir so langsam auch sicher. Wobei ich werde nicht bis dann du bist. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch Punkte einnehmen müssen. Ja, ich bin gerade bei A. Ach so. Und nicht ganz, aber ich bin auf dem Weg zu A. Ja, ich könnte zu B jetzt fahren. Aber das sind zwei Schiffe. Eine Fuso und eine Isukasi. Hm. Jetzt nimm mir aus, nimm mir sind drei Schiffe. Leckt's ja, eigentlich wieder so ein bisschen? Nee, ne? Nee, bei mir nicht. Ich habe noch das Gefühl, dass im Hintergrund die ganzen Schiffe, die weit entfernt sind, immer so ein bisschen rumzuckeln. Bei mir nicht. Hm. Was geht eigentlich? Bist du schon Punkt A drin in der Nähe? Noch nicht ganz. Ja, bei mir dauert es halt noch ein bisschen. Du bist halt noch 50 Kilometer weg. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr zu dir zu fahren. Du versuchst trotzdem irgendwie hinzukriegen. Weil wäre schon schön. Oh nein. Was denn? Fuck, Torpedos. Ah, das könnte sogar Volltreffer werden hier. Ah, wobei. Zwei. Ah, einer. Na, zwei. Bist kaputt schon? Ja, da kamen die Torpedos. Ah, fuck. Ja, kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen, dass die Torpedos, weil ich meistens nicht so. Toll. Okay. Ich glaube, es war zu hoch. Hafen. Ich kämpfe gerade gegen die Fuso. Müsste, glaube ich, Klasse 6 sein, ne? Fuso, Fuso, Fuso. Ja, Klasse 6. Ja, doch, bei mir zuckelt zwischendurch mal. Also irgendwie. Verbindungsmäßig ist das nicht so geil. Bei mir ist alles okay. Also. Oh, jetzt legst du bei mir auch schon rum. Nicht so geil. Nicht jetzt? Ja. Aber es geht wieder, es geht wieder. Ja, da liegt es wahrscheinlich okay. Bei der Verbindung gerade wieder. Ah, ich könnte sie besiegen, glaube ich sogar. Was an den Torpedos? Oh, hier hinsetzen. Mal gucken, was klappt. Miyogi, oh Gott. Vielleicht nur im Ziel von Schlachtschiffen. Jo. Na, gehen wenigstens rein, die Dinger hier. Wo sind die Torpedos auf einmal her? Lol. Das kommt, denke ich mal, von so einem großen Schiff oder von den kleinen. Manchmal ploppen die einfach so auf, weißt du? Also aus der Rauchwolke kommen welche raus, die aber schon ganz in der Nähe sind. Ist ja klar. Das ist eine Kuma, da brauche ich HE. Oh, schon die nächsten Torpedos, ey. Scheiße, Mann. Ah, es wird kein Treffer. So, ich bin mitten im Schlachtgetümmel hier. Vier Schiffe. Okay, nur noch drei Schiffe. Aber das wurde gerade versenkt. Ach, scheiße. Und wie geht's jetzt im Hauptmenü? Alles okay. Normal halt. Schiffe. Ja, aber. Oh shit. Also diese die Zerstörer wegkriegen hier, die machen schon da viel zu viel Ärger.
Ne, Cleveland ist kein Zerstörer, das ist aber ein Zerstörer, glaube ich. Die Kuma. War die Kuma ein Zerstörer, weißt du das noch? Keine Ahnung. Es ist selbst gerade nicht Kuma, oder war es auch ein Zerstörer, eine Kreuzer. Ich bin gerade verunsicher. Nicht. Könntest du mal nachgucken schnell? Du bist ja gerade im Hauptmenü. Moment. Kreuzer. Kreuzer, okay. Ja. Boah, ich hab fast einen Teamkill gemacht, scheiße. Eieiei. Ich habe gerade Torpedos abgeschossen und ja, ich habe Glück gehabt, dass der Kollege vor mir noch zerstört worden war. Ja, sonst hätte ich ihn zerstört, ja. Torpedos gingen nicht wie vermutet so ein bisschen nach rechts, sondern sie waren dann noch komplett auf das freundliche Schiff fixiert. Mega scheiße. Boah, jetzt werde ich schon wieder alt. Was haben die denn für Geschütze hier? Ach du Scheiße. Ist mein Steuerrad kaputt. Ja, ich glaube, wir werden es noch nicht schaffen, weil es sind nur 4 Schiffe in uns und die haben noch hier deutlich mehr. Ah oh ja, das ist ja gewohnt, wa? Ja. Leider. Also was willst du machen, wenn halt ja das Rest des Teams halt... Was, irgendwie eine Anspielung sein, darauf dass ich schlecht bin? Nee. Ich sag ja nur, die Leute, die hier schon, die meisten, die ich gesehen habe, die standen halt drumrum. Haben sie ja nicht bewegt beim Fahren. Ach, mein Antrieb ist kaputt, scheiße. Das wäre Steuerrad. Ja, jemand beschwert sich gerade irgendwie, dass jemand ein Aimbot hätte, aber ich wäre mir nur, dass für solche Spieler irgendwie Aimbots oder so gibt. Ich meine, das ist voll unnötig, oder? Ein Aimbot? Eigentlich schon. Ich meine, okay, ich bin auch nicht der Beste im Zielen, ich habe manchmal auch mal Probleme. Aber da brauchen wir auch kein Aimbot dafür. Eben. So kein Counter-Strike. Ich finde, bei Counter-Strike ist eigentlich auch unnötig. Ich finde es halt bei irgendwie Hacken allgemein, bei irgendeinem Spiel voll unnötig. Warum? Weiß nicht, es gab welche Berichte. Nö, es gab aber Berichte, dass manche Leute halt keinen Spaß am Spiel haben. So halt ihren Spaß finden, andere zu ärgern. Ja, übrigens verloren. Ja, ah, ich habe einen Auftrag abgeschlossen, nicht gerade. Wirksames Schießen. Hm? Kann ich dadurch mein Schiff irgendwie upgraden? Ich weiß gar nicht, wie weit wir da schon fertig sind. Ja, Tatsache. Ich bin schon voll upgegradet. Oder warum das heißt, nur ich muss jetzt bis zum nächsten. Habe ich auch, jetzt muss ich nur für die Omaha sparen. Das heißt, mir fehlen noch 7.590 Erfahrungspunkte. 4.114. Ja, das ist natürlich ein bisschen Pluspunkte. Bisschen schnell im Schiff. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge von World of Warships. Falls es gefallen haben sollte, dann auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da lassen. Würde uns beide sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von World of Warships. Tschüss!